Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Waschmaschine am Waschbecken anschließen oder auch eine Spülmaschine zum Beispiel in der Küche nachträglich am Wasser anbringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es hier verschiedene Lösungsansätze. Ich verwende jedoch einen sogenannten Eggfix-Adapter, da wir hier einfach den Vorteil haben, dass wir unsere Hauptwasserzuleitung nicht absperren müssen und das Ganze wirklich relativ schnell funktioniert. Am besten sollten wir zuerst mal einen leeren Behälter und ein altes Handtuch unter unser entsprechendes Eggventil stellen. In meinem Fall das auf der rechten Seite, also Kaltwasser. Und dieses kann ich jetzt auch schon mal ganz im Uhrzeigersinn zudrehen, dass dieses natürlich auch ordentlich absperrt. Als nächstes setze ich mal mit einer speziellen Armaturenzange bzw. einem passenden Gabelschlüssel hier oben bei meiner Überwurfmutter zum Waschbecken an. Kann das Ganze auch schon gegen den Uhrzeigersinn einmal drehen und danach sollte es eigentlich auch schon per Hand zum Öffnen bzw. Abschrauben gehen. Danach am besten noch über den leeren Behälter halten und wir können weitermachen. Nun unsere Dichtung in das Eggfix-Ventil einmal schon etwas hineindrücken. Bei mir sollte das auch passen und danach können wir dieses nämlich auch schon gerade hier oben aufsetzen und schauen, dass das Gewinde sauber per Hand anpackt. Jetzt das Ventil noch in gewünschter Position ausrichten und wir können mal wieder unsere Armaturenzange zur Hand nehmen und das Ganze noch etwas fester anziehen. Danach nehme ich meinen Flexschlauch der Armatur mal zur Hand, gebe diesen oben gerade auf mein Gewinde drauf und schaue, dass es jetzt auch schon wieder per Hand sauber anpackt. Wenn auch das geschehen ist, können wir mal mit einer Wasserpumpenzange hier oben beim Schlauch das Ganze festhalten und mit der Armaturenzange unten drunter einmal die Überwurfmutter noch fester anziehen. Denn dadurch verdreht sich unser Schlauch anschließend nicht. Alle Verschraubungen sind fest angezogen. Jetzt kann ich mal mein Eggventil schon gegen den Uhrzeigersinn leicht öffnen und mache dasselbe Spiel natürlich auch bei meinem Eggfix-Ventil. Da tue ich natürlich auch einen leeren Behälter jetzt drunter halten, sonst schaut das Ganze schlecht aus. Und wir können sehen, dass hier das Wasser auch auf jeden Fall läuft. Und wenn ich zumache, kann ich natürlich auch meine Verschraubung noch auf Dichtheit überprüfen. Doch bei mir schaut das auf jeden Fall super aus. Zum Schluss können wir natürlich den Wasserschlauch von unserem Gerät jetzt einfach an diesem Anschluss hier unten anschließen. Und wenn du übrigens auch noch wissen möchtest, wie man zum Beispiel eine Waschmaschine an so einen bestehenden Siphon richtig anbringt, dann habe ich hierfür auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein spezielles Eggfix-Ventil, eine Wasserpumpenzange, Armaturenzange oder auch einen entsprechenden Gabelschlüssel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.